Herzlich willkommen zur Tübinger Telefonandacht am 16. Dezember. Schön, dass Sie da sind. Schaut auf, reckt eure Köpfe dem Himmel entgegen, denn eure Erlösung will euch begegnen. Und Jesus hat uns gezeigt, wie greifbar uns Zeichen seiner Erlösung entgegenkommen. Er tat das schon, als er mit seinen Freundinnen und Freunden durch Israel zog, um die frohe Botschaft zu verbreiten. Da folgten ihm viele, und sie folgten ihm noch an die entlegensten Orte, um ihn reden zu hören. An einem Tag war es spät geworden. Das nächste Dorf lag weit entfernt, und viele, 5000 Leute, sagt das Matthäusevangelium, hatten über Jesu Predigt die Zeit vergessen. Bis sie das Knurren ihrer Mägen nicht mehr leugnen konnten. Und Jesus bat seine Jünger, alles Essbare einzusammeln, das noch da war. Mit bescheidenem Erfolg kehrten sie zu ihm zurück. Ein Junge hatte 5 Brote und 2 Fische bei sich. Mehr hatten sie nicht gefunden. Doch dann geschah das Wunder, von dem der heutige Lehrtext aus Matthäus 14 berichtet. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt. Schaut auf! Reckt eure Köpfe dem Himmel entgegen, denn eure Erlösung will euch begegnen. Was da genau geschah, dass alle satt werden konnten, das bleibt ein Geheimnis. Vielleicht bestand das Wunder wirklich darin, dass Jesus Brot und Fisch vermehrte. Vielleicht bestand das Wunder aber auch darin, dass der kleine Junge begann zu teilen. Und Jesus mit seinem Gebet das Vertrauen unter den Menschen wachsen ließ, dass schon genug da sein würde, wenn sie alle das teilten, was sie bislang zurückgehalten hatten. Als er für eine Menge Essen dankte, die vernünftig betrachtet niemals für 5000 Menschen reichen konnte. Und als seine Jünger das Wenige austeilten, das sie bekommen hatten, anstatt es nur für sich zu behalten. Vielleicht bestand das Wunder einfach darin, dass Jesus es schaffte, die Hoffnung unter den Menschen zu vermehren und die Zuversicht auf ihn. Und sich sowas wie Naivität unter ihnen breit machte und damit Platz für das Wunder schuf. Und wann immer Jesu Dankgebet uns so berührt, dass unser Vertrauen darauf wächst, dass es schon reichen wird, was wir haben, und unsere Dankbarkeit uns dazu ermutigt zu teilen, da wirkt die Erlösung unter uns schon jetzt. Die Erlösung, die uns entgegenkommt, um irgendwann alles zu durchziehen. Ihre Pfarrerin Michaela Stock aus Neustetten.